Was bleibt bitte? Herzlich willkommen auf 999-SIT. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Okay, wir marschieren hier weiter durch. Hannover, nächstes Spiel. Ich mach 2 Tore. Okay, chillig. Das ist hier Lintermeiner. Wo ist er hingewechselt? Zu Köln. Temir, Bar, Zentler, Riegel. Keine Ahnung. Den anderen kenne ich nicht. Ich mache wieder erstes und zwei. Ah, Elfmeter mache ich sogar. 15. Minute, 20. Minute. Doppelpack. 60. raus. Ja, selber rausgeholt. Gucken. Wir jetzt alle zum Elferpunkt laufen. Hier gibt den Momo. Wer will sich da den Ball holen? Gib mir die scheiß Pille. Ah, der Torwart war gut bei meinen Elfmetern, glaube ich. Ich glaube, der war nicht so souverän. Ah, okay. Kann man als Sechser einmal treffen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube sogar hier. Ich glaube wieder Ecke. Guck, was mache ich? Ganz hinten mich verstecken bestimmt. Ja, ganz hinten. Für die durchgerutschten. Zack, annehmen. Bup, Tor. Bei Ecken war meine Taktik, weil ich gewinne sowieso kein Kopfballduell. Ich hasse es. Ich kann nicht köpfen, ich kann nichts. Ich gehe immer nach hinten einfach und will die durchgerutschten Bälle haben. Wo bin ich? Ich bin, glaube ich, da irgendwo. Ne, da bin ich. Ah, jetzt am Ball. Ne, Einwurf. Ich bin hier vorne. Ich glaube, ich mache bei dem Tor gar nichts. Nikos. Flanke von Ennis. Momo legt ab auf Kiprit. Lol. Hä? Ich glaube, ich war da dran. Ich glaube, ja, stimmt, mein Arsch hat den abgefälscht. Meine Hand! Meine Hand hat den abgefälscht. Lol. Guck mal, meine Hand, wie ich die danach verstecke. So auffällig. Guck mal, es zählt. Ich denke so, okay. Ich glaube, jetzt verarsche ich Momo, dass es mein Tor war. 71. Achso, da bin ich schon draußen. Warum komme ich raus, aber? Habe ich mich wieder verletzt? Ich bin hier humpelig oder so? Schon bin ich. Elfmeter. Ah, es sah so einfach aus. Das ist U19 Bundesliga. Bermuda 3. Stark, Leon. Erst Beins außen, alle zu Leon gehen. Ah, können wir doch nicht zu Leon. Wo komme ich raus? Hier. Ja, doch, Schumpel. Was habe ich denn? Ich weiß auch schon, dass ich rauskomme. Ich habe irgendwas gesagt. Ich glaube, ich hatte keinen Bock mehr. 3-0 nehme ich raus. Top und weg. Immer extra gehen, damit die Schiri und so abfuckt. Ein Tor machen wir noch. Anthony. Durchstecken. Ja. Yep. Nikos, Jule läuft mit. Jule läuft mit. Sehen wir? Ja. Ist auch das Geile. So, jeder hat jeden gegönnt. Da wird immer quer gespielt bei uns. Deswegen waren wir auch so gut. So, unser Lauf geht weiter. Ding, ding, ding. Hannover hat 2 Tore gemacht. Hamburg 3-1 gewonnen. Ach, zwar bei denen, das weiß ich noch. Arne mit dem Tor, Flubak mit dem Tor. Hier ist gerade mit dem Tor. Friede auf der 6. Auswechslung in der 89. Patrick Pfeiffer. Ja, ich habe mir, glaube ich, gegen Michael gespielt. Ja, gegen Michael. Oh Gott. Michael macht ihm eine Vorlage. 16. Minute. Hier hat der, also Mike ist ja zu HSV gewechselt, dann haben wir gegen Mike gespielt. 3-1 gewinnen wir. HSV, RB und Wolfsburg sind die wichtigen Spieler. Also die uns Konkurrenz machen. Und Bremen vielleicht. Irgendwo rein. Wo ist Mike? Ach, wieder Ecke. Ja, die hatten. Patrick Pfeiffer spielt bei Darmstadt, ja. Die hatten so eine coole Eckenvariante. Mike ist hier. Micha! Machen die Liert? Nee. Da ist Patrick.
Khaled, Stefan Ambrosius. Stefan ist auch immer noch bei HSV, bei den Profis. Und Poco auch Profis. Aaron spielt dann mit, ich weiß nicht genau. Oh, Aaron hat im Rückspiel ein geiles Tor gegen uns gemacht. So, hier ist Michael. Ja, jetzt kommt der Ball zu ihm, macht irgendwas und er tut so, als ob es Vorlage war. Er tut so, als ob es geplant war bis heute. Der Lügner. Er wollte mich schießen. Ich schwöre, das war ein Schuss. Ist Michael da? So, da lagen wir zurück. Ist natürlich wieder Stress für uns. 22, 40, 44. Wo bin ich? Ich bin da. Da bin ich. Auf Arne. Arne, Flanke auf. Tor. Er macht Knierrutscher. Komm, wir würden uns freuen. Das war so wichtig. Michael, Ruhe. Okay. Enes. Auf Arne. Arne auf Nikos. Nikos dribbelt an. Stark, Nikos. Geil. Zweimal Eckenvariante. Ich komme mal gleich. Katzverweis. Wer bekommt rot? Khaled, 27. Habe ich einen Elfer verkackt? Ich glaube, ich verkacke einen Elfer. Da gibt's rot. Der hat Hand genommen. Also ich schieß bestimmt, oder? Ja. Hä? Sag mal. Nee, oh. Schieß ich Pfosten? Pff, hä? Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss aber auch lange warten. Junge! Wie hektisch laufe ich da hin und her? Ah ja, Pfosten war es. Ja, okay, war nicht so schlimm. Pfosten ist völlig legitim. Zu platziert. Arne macht Traumtor, glaube ich. Arne ist hier. Ich setze ab für Arne. Jetzt ein Rückraum. Mit Hacke. Ja, okay. Ich dachte, es wäre geiler gewesen. Cool abgelegt von Nikos. Ich dachte, das wäre so von hier gewesen. Aber schön. 3-1 Sieg gegen HSV. Pisst euch. So, nächsten Konkurrenten weggebuttert. 3-1 gewonnen. Kiel 2-0. Ich mache Vorlage. 73. und 90. Das war immer so schlimm. So Spiele gegen Kiel auswärts. War das Heim oder auswärts? Heim? Ich guck mal kurz. Wir machen erst so spät die Tore, weil die gebunkert haben, die 20 Spieler. Ahoi Kiel. Nikos. Ich bin wieder hier vorne in der Box drin als Sechser. Jo, chillig. Verlängert. Enes. Sehr lucky. Sehr lucky. 90. Arne mit dem Tor. Arne am Ball. Auf Anthony. Arne, boah, schön. Poco, Arne, boah, geil. Die sind so gut, Digga. Auf Arne, Arne direkt auf Poco, Poco direkt auf Arne, bam, geil. Haben die alle so gebumst, ne? Boah. Man merkt halt schon, wie Arne heraussticht, ne? Also wir haben halt eine krasse Mannschaft und Arne ist trotzdem herausgestochen. Ich habe ein Spiel nicht gespielt. Ich habe U23 gespielt. Wir verlieren 3-1 gegen Dresden. Ich hör so, ich denke so, okay, die gewinnen sowieso. Auf einmal, wir verlieren gegen Dresden 3-1. Ein Spiel habe ich nicht gespielt.
Und davor hatten wir halt 10 Siege in Folge oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Siege in Folge. Spielen gegen Dresden, verlieren. Ich denke so, was? Kann ich wieder? Dann haben wir gegen Braunschweig 3-0 Vorlage gemacht. Immer. Čović mit dem Doppelpack. Wenn wir früh ein Tor machen, dann ist sowieso alles easy. Hä? Achso, ja, okay, jetzt hat Momo geschossen, weil ich hab gegen HSV verkackt. Habe ich Momo angelassen. Tja, gab's da eine Diskussion? Boah! Aua! Guck, ich bleib da stehen, ich mach gar nichts. Wie schnell sich Momo den Ball schnappen will, wie nervös. Er läuft nach hinten, um sich den Ball zu holen. Wäre ich jetzt so richtig eigensinnig, dann hätte ich gesagt, ja, ich mach den wieder nebenbei, ich bin Elberschütze. Und Momo war auch alt, also wir waren die 98er, wir waren die Älteren. Ich hab verkackt, wir machen immer so, bis jemand verkackt, dann ist der Nächste dran. Schön, Morris, da bin ich auch der Erste, der gratuliert. Absetzen, macht euch Platz vor dem Gegenspieler. Hier, weiter absetzen. Schwer aber frei gewesen. Nee, Lars. Okay, hier habe ich ein bisschen Aufbau gemacht. Gehst du in die Dreierkette rein vielleicht? Ja, in die Dreierkette rein. Bop, bop. Ich bin an. Nee, gib mir die Pille. Wenn ich schon mal da bin, dann krieg ich auch den Ball. Okay, hast mich verstanden. Danke. Einmal durch die Beine lassen. Andribbeln. Bop, kurz locken. Dann kriegt Arne die Pille. Mitte ist völlig offen. Arne, Digga. Achso, das war Porco. Boah. Nummer 5 sieht aus wie 32. Guck mal, wie viel Rotation die drin haben. Jetzt Momo hier auf 6. Ich bin für Momo vorne, rechts außen. Nikos ist hier. Ich und Arne sind hier. Nikos und Momo sind gerade 6 einfach. Hauptsache die Positionen sind besetzt. Bringt da Rotation rein. Der Gegner wird verwirrt. Guter Ball, Momo. Abgelegt. Porco? Okay. Abgefälscht. Wir rennen die ganze Zeit im Spielaufbau, ne? Passiert nichts. Ist ja die an dem Ball. Die lassen es auch zu. Arne ist da, ja. Und Sydney geht nach vorne wieder. Boom, boom. Geht weiter. Ich bin vorne, Momo sieht das. Momo bleibt auf 6. Momo bleibt im Zentrum. Ich bin vorne jetzt für Momo. Das ist einfach. Das war einfach so. Automatismen. Man kannte sich auswendig. Wiesbaden-Taktik. Du meinst, du warst nicht so gut im Kopf, weil war das dem Trainerteam groß, haben die was gesagt? Nö, die haben mich immer nur ausgelacht. Ich hab halt. So bei Abstößen und so kann ich ja Kopfballduelle, wo ich nicht zielen muss. Abstoß von Torwart, Regio. Ich musste immer gegen die Größten daran bei Kopfballduell. Ich oder so Jordan oder so. Aber. So bei Flanken, wenn eine Flanke von der Seite kommt und den ins Tor zu köpfen, sehr, sehr schwer. Jetzt kommt gleich das nächste Tor. Ah, jetzt kommt das Tor, glaube ich, gleich. Guckt immer unsere Bewegung an. Jetzt Arne in der Kette, ich bin auf 6. Fußball ist so viel Kopf, man muss so schlau sein eigentlich, um auf hohem Niveau zu spielen, richtig? Also auf hohem Niveau gut zu spielen. Jetzt bin ich vorne, Arne bleibt hinten. Sechser können die schön zugucken. So, boah, da war ich da, guck mal. Der chippt ihn jetzt in die Mitte. Guck mal mich. Zip, ich laufe hin. Er hätte ablegen können, ich könnte schießen. Das wäre so gut. Die Laufwege. Ball kommt über dich hinterher. Bob. Arne ist bei Augsburg, Nummer 10. Bei den Profis. Jetzt 64, jetzt muss das Tor kommen. Guck mal hier, das war mein Job. Abstoß. Da, irgendwo hinköpfen. Einfach hoch. Ins Aus. Neues. Guck, weil ich nicht zielen kann. Ah, jetzt kommt das Tor. Guck mal. Okay. Arne spielt da ein. Ich bewege mich. Ja, ich kenne das Tor sogar noch. Das ist gut. Das Tor ist super. Hier, ich bin hier gewesen. Ball ist dort. Ich gehe auf die andere Seite, weil hier viel Platz ist eigentlich. Ich wäre jetzt schon frei. Dann bin ich jetzt halt frei. Bob. Und auf die Kette dribbeln. Stecker. Momo mit dem Chipper. Buff, Tor. Schöner Fußball. Nochmal Analyse. So,
Wäre ich hier stehen geblieben, hätte Arne gar nicht durchspielen können. Deswegen gehe ich weg. Pop. Arne hat Platz. Ich mach Meter. Mach Meter. Dadurch wird Nikos frei. Ich krieg den Ball. Bin frei vor der Kette. Momo kreuzt, super laufig. Bedienen, Tor. Schön, schön, schön. Fußball. Jekta Savage, danke für den 20. Hypervenom super. Ich hab Magisters an. Ich hab keine Hypervenom. Aber Hypervenom auch gut. Jetzt sind so die Zeiten, wo man ein bisschen YOLO-Sachen macht. Jetzt wieder austrudeln. 3-0. Ja, Drops gelutscht. Pisst euch. Jetzt wird immer ein bisschen durchgewechselt und so. Ja. Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo oder lasst ein Like da nochmal. Checkt den ersten Kanal ab. Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video.